Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS22 hier in Italien. Ich habe mir mal hier so einen Ballenwickler gemietet und ein Fahrzeug, wo wir das dann abtransportieren können, die Ballen zur BGA und verkaufen können. Ja, die Fahrzeuge sind gemietet und ob wir die dann später kaufen, weiß ich noch nicht. Die sind auf alle Fälle erstmal gemietet. Ihr seht, unser Geld reicht auch, also es wird nicht weniger und das ist eigentlich ganz gut so. Zumindest nicht viel weniger, als wenn wir es gekauft hätten. Gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal los und dann sollte der hier sein Ding machen. Und in der Zwischenzeit können wir ja schon mal zum nächsten Ballen fahren. Ich habe auch schon mal eine Proberunde mit dem Anhänger da drüben gemacht, ob der auch hier funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Und das tut er, das ist sehr erfreulich. Und damit sollte nichts im Wege stehen, dass wir das hier ordentlich wickeln können und verkaufen können. So. Ja, geht auch relativ schnell. Das ist auch nett. So, einmal ausladen. Ja, und mal bin ich gespannt, was wir dann bekommen. Im Endeffekt für das bisschen Gras. Und dann heißt es natürlich, bisschen Graspflege betreiben, bisschen Wiesenpflege. Das heißt, wir müssten vielleicht eine Walze mieten nochmal dazu. Und vielleicht später einen Striegel, wenn das dann ein bisschen gewachsen ist. Weiß ich aber noch nicht. Das werden wir dann operativ entscheiden. Ne? Dass wir vielleicht ein bisschen mehr an Düngung rausholen. Dass die Pflanzen hier, die Gräser, besser wachsen. Und natürlich der Ertrag des Feldes mehr wird, ganz klar. So, das geht ziemlich schnell. Ups. Da bin ich doch erfreut drüber. So. Willst du nicht? Warum willst denn du nicht? Da reicht der Trigger dafür nicht aus. Dann ist das so. Okay. Schön. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Rollst du mir in die Arme? Ja, das sieht gut aus. Und das siehst du, geht auf. Ja, und ich weiß gar nicht, was wir letztens gezählt hatten. 10, 11, 12 Ballen. Das sind ja dann doch eine ganze Menge, was dabei rumkommt. Ich glaube 37.500 Liter oder sowas hat man ausgerechnet. Weiß es nicht mehr. Das sind gute 18.000, 19.000. Ist schon was. Ja. So. Da kann man dann auch Schritt für Schritt dann mal ein Gerät kaufen. Was natürlich dann sinnvoller ist. Oder wir stecken es in ein neues Feld, was natürlich noch sinnvoller wäre. Sprich in eine neue Wiese. Da müssen wir nochmal schauen, ob man dann was für um die 70.000 bekommt. Denn ich glaube, das wird schon ein bisschen eng wieder auf der Karte. Na, aber das werden wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Und dann könnte man natürlich gleich mit der Silageernte weitermachen, wenn wir das so nennen wollen. Ja. Ja, das Wetter bei uns hat auch ein bisschen draußen abgekühlt. Es hat mal geregnet seit langer Zeit. Es ist wirklich sehr erdrückend momentan gewesen. Ja. Ne, da liebe ich mir die Kälte, ne? Doch schon manchmal mehr. Aber was willst du machen? So, wunderbar. Und das wäre der letzte Ballen hier. So, und den? Na, der wird bestimmt wegrollen, ne? Machen wir nicht so. Machen wir anders. Ja, ich hatte auch überlegt, dass wir vielleicht einen Ladewagen kaufen und uns einen Silageturm besorgen. Das wären die Investitionen auch ziemlich teuer, sage ich mal. Aber wir könnten es in dem Silo umsilieren und dann mit dem Ladewagen fortfahren. Wäre eine einfache Variante. Aber müsste man mal schauen, wie wir es machen, ne? Aber ich denke, mit den Ballen ist auch okay. Wir haben jetzt so einen schönen Ladewagen. Und der Ladewagen hat auch, also Ladewagen in Form von Ballenwagen,
Da hat auch eine Autoload-Funktion. Also ich habe hier an dem Traktor keine Frontlader momentan. Und noch etwas dafür zu mieten, würde das Ganze wieder unwirtschaftlich machen. Deswegen, ja, ich kann das eigentlich hier drunter stellen, ne? Deswegen würde ich sagen, wir belassen das bei der Technik, so wie wir es hier haben. Und das ist auch gut. So, wunderbar. Haben wir abgestellt. Sehr schön. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eigentlich nicht langfahren können irgendwie. Weil wir in der Gegenspur rauskommen. Naja, aber was soll's. Gut. Den Schafen geht es auch soweit ganz gut. Da haben wir auch keine Probleme. Das würde ich mal später wegfahren. Wir machen das jetzt erstmal mit den Ballen und würden die verkaufen. So. Wie gesagt, Autoload-Funktion, dadurch, dass ich kein Frontlader habe. Machen wir das einfach mal so, ne? Schalte das mal an, das sollte jetzt schon funktionieren. Et voilà. Und der macht sogar automatisch gleich die Ladungssicherung drauf. Das ist auch nicht schlecht. Mal sehen, wie weit die Reichweite ist. Ah, nimmt er nicht. Okay. Okay, also das ist ein klitzekleines Problem, glaube ich. Warte mal, ich muss mal hier reinschauen. Hat er eine gewisse Seite, die der aufnimmt? Halt, den habe ich abgetrennt. Wollte ich gar nicht. Dann kann es natürlich nicht funktionieren. Ne? Autoload abschalten, Autoload einschalten. Autoload ist eingeschaltet. Hier abladen, bam 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 bam. Aktuelle, das wollen wir nicht. Spanngurte, Abladeseite links. Das ist in Ordnung. Hinten ist cool. Hinten ist cool. Okay, der versetzt das gar nicht. Das ist so. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Und dann 2 sind 26. So macht das. Ja, scheint okay zu sein. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Aber warum er den jetzt nicht nimmt, weiß ich nicht. Na, warte mal, das machen wir anders. Mit I will er das haben. Okay. Gut. Dann testen wir das nochmal aus. Ah, okay. So will er es haben. Ja, man muss also richtig nah ranfahren und wahrscheinlich nimmt er das nur in der vordersten Ecke. Ist aber trotzdem schön gemacht. Ja. Sehr gut. Den will er nicht. Ah, ich weiß warum. Das ist der Große. Wenn ich jetzt in der Dings das umstelle, nimmt er den dann? Nee, kann ich nicht umstellen, bestimmt. Warte mal, kleinen Moment. Nee, kann ich nicht. Okay, das ist der große Ballen, deswegen. Dann kann es nicht funktionieren. Wir hatten ja einen Probeweise mit 5500 gemacht, was ein 150er Ballen ist. Das andere sind hier 125er mit etwa 3.500. Dann bleibt er erstmal stehen, ist auch kein Problem. So. Dann können wir nächste Runde ja mal 150er machen, damit sich das
wieder austut. Ja. Ja, da haben wir 10 Ballen. Schöne Sache. 35.000. Oder so ähnlich. Und dann müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob man die schon verkaufen kann oder ob die noch durchgären müssen. Dann lassen wir es sonst an der BGA stehen. Ist auch kein Problem. Die sollten ja dann trotzdem auf dem Fahrzeug weiter durchsilieren. Ja, wenn das so sein sollte, können wir den anderen vielleicht noch holen. Dann können wir den dort hinstellen. Dann ist es eigentlich egal, welche Größe wir das nächste Mal nehmen. Dann ist es ein bisschen hin und her fahren. Ja, schöne Sache. Also, dass das so funktioniert hat. Und dann können wir vielleicht uns mal überlegen, was wir mit dem Geld machen. Ob wir das dann in eine neue Wiese stecken. Technikmäßig haben wir eigentlich so alles, was wir brauchen. Nicht unbedingt das Modernste. Aber wir haben erstmal alles. Und ja. Oder ob wir es in Tiere stecken, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Schöne Sache auf jeden Fall. So, dass das so funktioniert und dass der Hof sich doch entwickelt hat, wäre aber wahrscheinlich ohne die Hilfe des anderen Hofes Ceres nicht möglich gewesen. Nur, dass der bei uns mit eingestiegen ist in die Schaffform. Ansonsten hätte es vielleicht anders ausgesehen. Oder wir hätten halt die Wiese dort pflügen müssen und ansehen müssen. Das hätten wir vielleicht auch noch hingekriegt irgendwie. Weiß man nicht. Oder wir hätten Lohnaufträge machen müssen, bis wir die Kurve kriegen. Ja. Naja, irgendwie so. So, wunderbar. Wo bin ich jetzt eigentlich hingefahren? Wo ist die BGA? Wo ist die BGA? Die BGA ist da hinten. Na, das ist doch nicht schlecht. Dann war es ja gar nicht so falsch. Schöne Sache, auf jeden Fall. So, wenn wir reingefahren sind, werde ich mir das gleich nochmal anschauen, ob die schon durchsilliert sind. Wie gesagt, ansonsten stellen wir entweder den Wagen ab oder holen noch den zweiten Ballen. Das müssen wir dann schauen, wie wir es machen. $18.000 rund. Okay. Und wir schauen gleich mal nach. So, jetzt einmal hier ran. Und es ist noch nicht durchgegoren, ne? Ja, genau. So habe ich mir das fast gedacht. Ist aber kein Problem. Wir stellen das einfach hinten hin. Ich hoffe nur, dass die da weitergehen. Ja, machen wir mal so. Und okay, das ist akzeptabel. Ich weiß, wir hätten jetzt rechts hochfahren müssen und dann wäre das besser gewesen. Irgendwo hängen wir hier. Läuft.
Ausnahmsweise, es kommt keiner. Geht's mal in die falsche Richtung. So. Okay, dann würde ich den noch holen, den anderen. Dann können die dann in Ruhe durchkehren und wahrscheinlich werden wir es dann morgen verkaufen. Also sprich im nächsten Monat. Dann gibt es diesen Monat noch keine Einnahmen. Ist auch nicht so schlimm. Dann haben wir zumindest die anfänglichen Kosten für die ganze Technik drin. Und bei der nächsten Ernte müssen wir dann einfach mal schauen. Das heißt für uns aber auch jetzt, wir könnten jetzt die Wiesenrolle mitnehmen, die Wiesenwalze. Das wäre jetzt vielleicht eine Idee. Und wir machen das mit den Ballen später. So. Stellen wir den mal hier hin. Wunderbar. Und ich schau mal. Okay, Wiesenbearbeitung. Haben wir das hier, ne? Ich weiß nicht, wie gerade etwas zu verbessern. Ich glaube, das ist das Falsche. Ich muss mal gucken. Grünlandpflege ist nämlich das Richtige. Das ist die Richtige. Und zwar, ja. Wir schauen mal, was die in der Miete kostet. Halt, warte mal. Das sind ja noch mehr. Das ist eine andere Maschine, ne? Hm. Und das ist eine einfache für 16,5. Oh. Was kosten die? Geht eigentlich Arbeitszeit, Stunde, Tag. Wir mieten die mal und damit ist gut. Und ich glaube, das war das falsche Zeichen. Die steht nämlich jetzt hinten am Hof, ne? Ah, genau. Okay, dann ist das so. Ich hatte es eigentlich rausgenommen, denn ich habe mir das hinten mal platziert. Na, ich habe ja gesagt, ich habe mir was organisiert. Ja, die 33, die werde ich gleich mal zurücktransferieren. Da das jetzt nicht so gewollt war. Na, das ist immer nicht so. Und das ist aber auch nicht schlecht, da können wir das gleich hinten machen. Bringt uns vielleicht so auch was. Na. So, schöne Sache. Ja, dann ist es trotzdem nicht so schlimm. Wir können das mit hinternehmen und haben hinten das Fahrzeug stehen. Und wir kürzen mal wieder ab, wie das so üblich ist. Weil ich glaube, mit dem in den 90 Grad Linkskurve im Kreisverkehr, das ist nicht prickelnd. Ja. Ich hatte auch nicht gewusst, dass der so groß ist. Ich hatte den ein bisschen kleiner erwartet, vielleicht so zwei Drittel davon. Aber gefällt mir trotzdem. Na, ihr könnt natürlich an den Mod hier noch vorne und hinten zwei unterschiedliche Größen an Gittern anbringen. Da sieht er auch richtig gut aus, aber ich habe mich für diese Variante erstmal entschieden. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Und hier steht sogar was ganz Schönes. Fortschritt. Hi. Das ist nämlich ein Fortschritt-Mod. Eigentlich ist das ein DPW 180, bekannt aus dem Vorgänger SLLS-Varianten. Aber ist als Autoloader umgemoddet worden ist halt ein Fortschritt DPW 180. Ne? Schöne Sache auf jeden Fall. Ja. Okay, gut, dann ist er halt hinten. Die Lieferkosten haben wir uns zurückerstattet. Und ja. Auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, wir stellen den ab. Wir fahren den Ball ein bisschen beiseite und fangen mit der Wiesenpflege an. Halte ich für eine gute Sache. So. Sehr schön. Ja, ist halt lange Wege, ne? Aber was willst du machen? Und deswegen habe ich das auch gerne mal mit der Lieferung vor Ort. Dann lasse ich natürlich die Mehrkosten drin, aber jetzt für den Moment lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Schöne Sache trotzdem. Gefällt.
Uiuiui. Uiuiuiui, haben wir aufgefädelt. Na, wartet mal, Jungs, das machen wir gleich anders. So, ballenmäßig nehme ich mal den anderen jetzt. Genau. Klicken wir das mal rein. Und da ist er drauf. Wunderbare Sache. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal. Einmal abgekoppelt. Und ich habe das aber, eigentlich habe ich das hier rausgenommen, ne? Weiß nicht, warum er es hier noch drin hat. Keine Ahnung. Nun gut. Okay, dann würde ich sagen, wir bereiten hier einfach mal ein bisschen vor und wir können noch mal schauen. Wir haben also jetzt trotzdem schon 50% gedüngt, ehrlich. Das ist aber schön. Ich nehme das mal alles raus hier. Na eben. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob er das annimmt. Oh, kalken hätte man mal können. Okay. Ja, das kann man ja vielleicht immer noch. So, ich probiere mal, ob er es annimmt überhaupt. Das wäre nämlich jetzt sinnvoll. Oder ob wir vielleicht eine Wachstumsstufe warten müssen. Das wäre dann nicht so nett. Er nimmt es an. Sehr gut. Dann müssten wir rein theoretisch 100% haben. Schöne Sache. Ja, das rechnet sich doch alles, ne? Schönes, schönes Ding, ganz ehrlich. Ja, würde ich sagen, mache ich mal ein bisschen Gas und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und da würde ich sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich mache das hier zu Ende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht in den letzten Metern, vielleicht aber auch, dass es schon fertig ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hinterlassen, ein Abo. Und dann wäre es das für diese Folge. Macht's gut, ciao, ciao und auf bald.